Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, bei mir ist zurzeit ein bisschen warm. Deswegen bin ich nicht ganz so 100% einsatzfähig. Ich hoffe, ich komme hier einfach ein bisschen rein, damit das wieder besser wird. Es ist viel zu warm draußen, ganz ehrlich. So. Wir waren in der Stadt Sayan unterwegs, nachdem wir sie vom Giftfluch befreit haben. Wir müssen hier Fährdienst für einige Leute spielen. Erstmal das. Zweitens müssen wir einer Wache helfen, irgendeinen Dieb zu finden. Dem da hinten, indem wir hier Feuer anzünden. Können wir jetzt eigentlich diese Bäume hier? Nö. Aber die großen können wir auf jeden Fall. Na komm. Oder auch nicht, weil der schon wieder verflucht ist. So wie da eine andere, die wir da hatten. Aber die beiden gingen auf jeden Fall. So wie die hier auch. Sehr gut. Ich wollte dich nicht betinden, Entschuldigung. Sollen hier alles machen. Wer bist denn du eigentlich? Samurai Billy, hallo Hund, wie geht es dir? Die Stadtluft ist jetzt 100 mal besser vor. 100 mal besser als vorher. Was? Und ich fühle mich wieder ganz wohl. Es ist, als ob mein Fluch gebrochen worden wäre. Aber es gibt doch noch etwas, das mich stört. Ja, was denn? Es gibt hier schon seit einiger Zeit einen Dieb in der Stadt. Er war während des Chaos wegen dem schrecklichen Nebel verschwunden. Aber jetzt, da die Stadt wieder normal ist, ist dieser Ganoven wieder aufgetaucht. Er arbeitet so flink, dass niemand eine Chance hat, ihn zu fangen. Der Name dieses Ganoven ist Hayaso. Hör auf, geh such jemand anderes zum Spiel. Entschuldigung. Ja, genau, bei den Händlern vorbeigucken. Jetzt würde dem Verschwundenen kommen wieder mehr Leute vorbei. Und auch das Wasser im Kanal ist wieder sauber. Vielleicht kommen jetzt auch die Fischer aus dem Pebersee wieder. Dann fischen hier vielleicht auch wieder Leute. Es gab immer leckere Fische rüben im Adelsviertel. Ich werde das dort schon wieder Leute fischen. Wie auch immer, dank dem Wasser drin habe ich nicht viel auf Lager. Aber Geschäft ist Geschäft und ich versuche zu verkaufen, was ich habe. Bist du geschickt worden, um mir was zu kaufen, Hündchen? Klar, kaufen wir. Ja. Die Speerfischangel hätte ich gerne. Für den Fall, dass wir sie dann irgendwann mal brauchen. Mehr Jungfrauenmünzen kaufe ich keine. Tintenstein und so weiter nicht wirklich. Ja, die brauche ich definitiv nicht. Weil ich habe noch nicht mal 10 Solarenergie. Gut, das heißt, du hast nichts mehr. Tja, ich kann das Böse nicht von dir wegpusten. Wie mache ich dich dann wieder gesund? Hm. Nee, so nicht. Nee, da hinten wollte ich als letztes hin, weil wir waren ja erst auf der anderen Seite. Nö, nö, Sonne. Schön oben bleiben. Ja, das war der zweite Baum, dem wir nicht helfen konnten. Und dem da auch nicht.
Und so wie es aussieht, gibt es da hinten noch mehr Bäume. Hm. Aber ja, da kommen wir ja erst später hin. Was ist das eigentlich? Das ist aber ein großes Kohlebecken. Sie müssen damit die Straßen bei Nacht beleuchten. Aber jetzt ist es aus. Ja gut, nicht das, was ich erreichen wollte. Ah, du hast es doch was zu sagen. Woher, ich weiß, dass Hayase wieder da ist, obwohl er so schnell ist. Darüber wundest du dich? Nur, das ist recht einfach. Ich bin eins seiner Opfer. Way. Er hat meine kostbare Glasuhr gestohlen. Ich war durch Nacht hier und bemerkte, dass sie weg war. Ich hatte immer danach gesucht, aber es war zu spät. Jemand hatte mich angerempelt. Es ging so schnell, da muss es gewesen sein. Meine kostbare Glasuhr, diese verfluchte Hayase. Mhm. So, jetzt helfen wir aber erstmal dem Schneider bei seinem Problemchen. Vielleicht gibt das noch eine neue Pinseltechnik. Tach. Glaubst du, dass du mir helfen kannst, ein neues Design zu entwickeln, das in der ganzen Stadt gefragt sein wird? Guck dir diesen Kimono da mal an. Ich habe herausgefunden, dass man nur durch das Draufstarren Inspiration finden kann. Ja, das wird helfen. Nur draufstarren, das ist ganz einfach. Hm. Yay. Eine Ode an Albert Einstein. Was? Gütiger Himmel. Wie ist dieses Design da ganz von allein erschienen? Vielleicht hat meine Inspiration mit dem Kimono endlich gewirkt. Wenn eine Seele auf wunderbare Weise nur vom Kimono anstarrt, erscheint, dann hat meine Inspiration vielleicht etwas Göttliches. In dem Fall bekomme ich vielleicht was noch Besseres hin. Jetzt kommt's. Du könntest mir auch mit deinen Pfoten helfen, Weißhündchen. Er hat schick bei einem weiteren Design helfen. Warum nicht? Okay, bist du bereit? Sieh genau den Kimono an. Dein Kopf wird bestimmt vor Inspiration überquellen. Ah, WLAN-Symbol. Mehr oder weniger. Ja, das ist es. Hier ist es. Meine Vision in all ihrem Glanz. Eine exquisite Textur entstanden aus einer einfachen Kraft. Und ein weiteres Originaldesign, jenseits jeder Vorstellung. Dieses Gerücht war ein harter Schlag für unser Geschäft. Das kann ich dir aber sagen. Hast du die Weidenbäume draußen vor dem Geschäft gesehen? Die Leute sagen, dass nachts dort ein seltsamer Geist erscheint. Aber er scheint niemandem zu schaden. Vielleicht ist es nur die Faulheit eines Mannes, die schlecht für das Geschäft ist. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Haha. Hey, sieh dir mal diesen wunderschön gefärbten Kimono an. Die Farben sind so dynamisch. Stell dir mal vor, wie eine süße Maus den trägt. Hey. Ja, wir müssen halt das richtige Design wählen. Ich glaube nicht, dass ein Smiley Face helfen wird. Wahrscheinlich müssen wir mal bei Nacht da rangehen. Also unseren Geist da finden, der da nachts auftaucht. Wahrscheinlich hat der das perfekte Muster für uns. Na, ihr zwei. Hey, bist du der weiße Wolf, den ich in Kamiki gesehen hatte? Wir sind lange gereist, um hierher zu kommen. Ich schätze, du bist auch gereist. Ich habe bald genug davon, immer unterwegs zu sein. Guck, Schwester, ist wieder dieser Wolf. Da ist eine hübsche Verzierung auf seinem Rücken. Und schon geht das wieder los. Ich sagte doch, das ist nur ein einfacher weißer Wolf. Du denkst dir immer so seltsame Geschichten aus. Du musst dich ein wenig mehr für die reale Welt interessieren. Okay, wir haben diese Blumen in Kamiki gesehen, aber Blumen blühen die ganze Zeit. Das sehen Menschen jeden Tag. Vielleicht, wenn hier auf einmal Bäume erscheinen würden, nur dann? Bleib einfach mal in der realen Welt. Aber ich kann die Verzierung da wirklich sehen. Schluchz.
Ja, die Bäume kann ich leider nicht begrünen. Ich kann sie nur abhacken. Ja, Bäume kann ich leider nur nicht sprießen lassen. Warte doch, doch. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Direkt vor uns? Ein Baum ist direkt vor uns erschienen. Wie kann das sein? Wow, ein brandneuer Baum. Die Götter müssen ihn gemacht haben. Aber Götter sind nicht die Einzigen, die Bäume erscheinen lassen können. Vielleicht, wenn es geregnet hätte, nachdem der Baum erschien. Das glaube ich nicht daran. Es gibt keine Götter. Es waren die Götter, die den Baum direkt vor uns erschienen ließen, Schwester. So etwas wie Götter gibt es nicht. Vielleicht, wenn es geregnet hätte, nachdem der Baum erschien. Das glaube ich nicht daran. Es gibt keine Götter. Ich glaube an die Götter. Sie waren die, die den Baum gemacht haben. Schluchz. Du willst Regen? Das Problem ist, Regen kann ich noch keinen machen. Gut, dann müssen wir da abwarten. Huch, ich sehe dich, du böser weißer Fellball. Hehe, ich spiele, dass ich ein Dämonenjäger bin. Das ist ein Spiel, bei dem man Monster auf der Odi-Insel besiegt. Aber das ist alles nur gespielt. Im echten Leben hätte ich zu viel Angst. Hey, möchtest du mein Diener spielen? Du machst nicht den Eindruck, als ob du dich darum kümmern würdest, was die Leute sagen. Wirst du mitmachen, wenn ich dir etwas zu essen gebe? Nicht, dass ich irgendetwas hätte, dass ich dir etwas geben könnte. Wenn ich nur diese Milletklöße hätte, die Oma für mich gemacht hat. Ich bin sicher, dass du sie lieben wirst und dann könnten wir zusammen spielen. Ich muss sie fallen gelassen haben, als ich mit jemandem zusammengestoßen bin. Ja, ich muss die Milletklöße bringen, die irgendwo rumliegen. Können wir nachher gleich machen. Erstmal graben wir wieder Ton aus. Ein Bullenhorn, yo. Okay, da geht's nirgends rein. Ein paar Jetstücke, Tinte. Wer bist du jetzt? Dieser seltsame Nebel, der über der ganzen Stadt lag, ist verschwunden. Aber mein Vater ist immer noch nicht aufgewacht. Gerüchte besagen, dass es der Nebel war, der ihn krank gemacht hat. Aber warum machen die Götter meinen Vater nicht wieder gesund? Alles, was ich brauche, ist Medizin, da könnte ich ihn heilen. Aber ich habe nicht mehr so viel Geld, um so etwas zu kaufen. Kräutermedizin. Wie frustrierend, sie ist erhältlich, aber ich kann keine bekommen. Ich kann es nicht glauben. Ist es das, was ich glaube, dass es ist, Hündchen? Du hast gar Kräutermedizin, kann das sein? Wie kann ein Hund nur den Besitz von so etwas Wertvollem gelangen? Warum siehst du mich so an? Darf ich das etwa haben? Jo, Kräutermedizin. Unglaublich. Dich müssen die Götter geschickt haben, Hündlein. Danke dir, danke dir. Jetzt kann ich meinen Vater endlich heilen. Jo, weitere 20 Glück. Vater, wirkt die Medizin? Oh, ihr Götter, bitte lasst sie wirken. Ich möchte doch nur, dass du aufwachst. Das ist alles. Ich möchte deine Stimme wieder hören. Das ist Papa. Keuch, keuch, hust, hust. Hä, was? Ja. Zerdeppern wir erstmal hier ein bisschen die Einrichtung. Weil wir das so gut können. Und dann reden wir mal mit dem Alten. Vater ist aufgewacht. Ich habe es geschafft, ihn aufzuwecken. Ich bin so froh. Dank dir, Hündlein. Vielen Dank.
Keuch. Blüten, Kirschblüten. Großväterchen, bist du wach? Puh, was für eine Erleichterung. Keuch, Blüten, Kirschblüten. Oh, die Kirschblüten der Stadt Saiyan stehen in voller Blüte. Bevor ich sterbe, möchte ich sie noch einmal sehen. Hm, was probiert das Großväterchen da von Kirschblüten? Da hast du die Tulpe. Reicht das? Ja, das Problem ist halt, bestimmte Bäume kann ich nicht zum Blühen bringen. Sie verblühen nämlich direkt schon wieder. Ich könnte munkeln, dass sie vielleicht bei Nacht blühen würden. So, nächster halt Waffenhändler. Hallo, du Kläffer, ich habe dich schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Als der Nebel verschwand, ja, die verfluchte Zone. Jeder hier in Saiyan ist begeistert, aber zumindest läuft das Geschäft irgendwie. Bist du mir geschickt worden, was zu kaufen, du Kläffer? Ja. Was hast du denn? Goldstaub ist auf jeden Fall immer gut. Ja, 7 Streich können wir nicht kaufen und alles andere ist nichts, was wir brauchen. So, dann können wir ja mit dem Goldstaub. Wenigstens die Waffe verstärken. So. Das heißt, da drüben haben wir uns umgesehen. Das heißt, wir können hier weitergehen. Das Kohlebecken können wir nicht entflammen. Nö. Den Baum können wir retten. Die 2 können wir retten und die 2 dürften wir auch noch wieder zum Blühen bringen können. Sehr gut. Und den da auch. Den da noch. Ja gut, wenn wir schon hier hinten sind, arbeiten wir uns von hinten nach vorne. Hier sehe ich leider gerade keine Kiste rausblicken, also gehen wir erstmal hier rein. Hier hatte schon mal jemand einen Baum in sein Haus versteckt. Hatten wir die Kiste da schon mal aufgemacht? Ach ja, die habe ich da ausgegraben, gell? Okay, hier ist nichts drin, also wieder raus. Ah, Yen. Paar Yen. Ach du schon wieder, Hündlein? Sieh nur, die Luft in der Stadt. Saiyan ist heute kristallklar. Was für eine Erleichterung, nachdem dieser Nebel die ganze Stadt eingehüllt hatte. Dieser üble Nebel hat alle Bäume, die ich so liebevoll gehegt hatte, verwelken lassen. Aber wie man sehen kann, ist er jetzt weg. Die Stadt Saiyan sieht wieder aus wie früher. Ja, kann ich das auf deinem Kopf zum Blühen bringen? Jo. Endlich! Die Zeit ist gekommen. Auch wenn es nur wenige sind, die Bäume, die blühen, verleihen mir ihre Kraft. Jetzt kann ich die bösen Geister mit meinem Tanz austreiben. Ich werde diese verfluchten Bäume mit rosa Blüten blühen lassen. Tut mir leid, dass ich das so warten musste, Sündlein. Jetzt soll der Gura-Tanz vollführt werden. Komm vorbei, wenn du mich tanzen sehen möchtest. Bist du bereit? Ich präsentiere den Gura-Tanz. Oh, Minigame mal wieder.
Ah, er macht die Bosheit weg. Nein, ich möchte blühen. Oh. Was zur Hölle ist da hin? Toll, er hat mich abgehängt. Ja. Man hat es fehlgeschlagen.